Spaß, Mo, ich liebe dich. Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Ultrasonne und Ultramond Freefall mit drei weiteren coolen Leuten. Hallo, Flo. Hallo, präsent. Der liebe Nesflo ist dabei. Dann haben wir den Mo. Hallo, präsent. Also den lieben Blacklink und dann noch den Bazi. Hallo, Susi. Geh nach Hause, Alter. Bazi musste diesen Moment natürlich kaputt machen, ganz im Bazi-Manier. Natürlich. Das ist ein bisschen fies. Das finde ich gar nicht mal so cool, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Boah. Aber ich habe ein cooles Team. Wir haben generell haben wir richtig coole Pokémon heute dabei. Super krass. Keine Tryhard-Sachen oder so. Okay, ich wollte gerade sagen, erstmal Fiaro, dann ist mir aufgefallen, ach ja, wir sind hier in Gen 7, nicht mehr in Gen 6. Fiaro ist bad. Herr Fiaro ist richtig cool. Und das macht cool. Ihn schon fast ein bisschen besser, als alle glauben. Als bad. Bestimmt. Ja, genau. Ich weiß noch, in XY, jedes Mal, als man Fiaro gesehen hat, da hat man erstmal drüber nachgedacht, wie will ich das jetzt checken? Und dann heutzutage denkt man sich, Fiaro, was für ein Noob spielt das denn bitte? Also stopp. Ist aber echt krass, ne? Wie so ein kleiner Fähigkeiten-Switch alles verändern kann. Das ist heftig. Ja, das stimmt. Ja, aber generell, Fiaro ist ja an und für sich gar kein starkes Pokémon. Die Fähigkeit ist einfach nur stark. Ja, genau, gemacht. Klar. Das ist das Krasse gewesen. Na egal, auf jeden Fall hier, Alter, hier die Power. Fiaro kann uns einfach alle töten, das ist die Sache. Das ist ja halt echt gut. Medior will euch zerstören. Bitte nicht machen. Mach das mal bitte nicht. Ich hab Frauen und Kinder. Okay, okay. Ich booste mich. Ist das in Ordnung? Ja, ist gut. Okay. Alter, Flo. Was ist los? Mach nichts Falsches. Ja, Flo. Ich glaube, ich hab noch. Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein FFA bei dir gewonnen habe. Deswegen, jetzt kommt der Tryhard. Okay, ich werd's sehen. Jetzt kommt der Triad schlecht hin. Was ist überhaupt mit euch los? Wieso braucht ihr so lange für Attacken, Alter? Marvin? Ich hab mich verklickt. Ist das denn ernst? Hallo. Das ist ja richtig fies, Alter. Gedankengut. Das kann Gedankengut. Na, das denkt nochmal da. Bazi, Mo, denkt nochmal nach, was für ein Pokémon er haben könnte. Hey, hör auf, alles zu verraten. So, lasst mich in Ruhe. Ist okay. Das ist okay. Man, hast du keinen Fokusgurt? Sonntag, mega gut. Das ist jetzt die Frage. Probier's doch, greif mich an. Also gibst du mir jetzt auch noch Sonnensupport? Ich möchte hinzufügen, meine Mons sind zum Teil eigentlich fast alle entstanden durch random.org, also so die Seite, wo man halt so random halt so Pokémon Sachen gestalten macht, kann. Ne? Die Sache ist, ich habe Attacken, die nichts wirklich effektiv, also meine stärkste Attacke trifft euch alle nicht sehr effektiv. Entweder resistet ihr es vierfach oder zweifach. Möglich. Aber das ist okay, damit kann ich leben. Aber ich muss sagen, du hast eine schöne Körperform present, so Birnen-mäßig, also die ist schon sehr erregend. Dankeschön, der Support ist sehr appreciated. Als ob du Lilfoot hier reinwechselst. Alter, wäre ich einfach auf dich gegangen, Mann. Oh ja, das ergibt Sinn. Ja, ne? Wenn ich einen Z-Move einsetze, dann werde ich enttarnt, ist ja richtig. Ja. Ach, Mann. Bisher hat das niemand geschnallt, dass ich ein Zoroa war, das war so ja, gut. Ja, das hat niemand geschnallt. Gedankengut Fiaro, wer kennt's nicht, Leute? Wer kennt's Na nicht? Na eben. Keine Ahnung, ich hab 2 Jahre zu schlecht im Kopf dafür. Das hätte sein können. Dankeschön. Bitteschön. Gutes Set. Direkt weg damit. Na, wobei, ich glaube, das wird nicht so. Na, ist in Ordnung. Und so. Oh, das ist doch. Ja, für dich? Alter, gib mir bitte die KP. Bitte, 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 bitte. Ach, Mann. Fast. Yo, der nächste. Gut. Ja, er ist auf mich, oder? Nee, erstmal dachte ich mir, komm, du musst auf Zoroa gehen, weil. Der Junge boostet sich halt. Das klingt gut. Aber ich wollte halt die Z-Animation sehen, ne? Und das kann ich halt nicht, wenn ich auf Zoroa gehe. Hä, also richtig gut mitgedacht. Ja, ich hätte auch danke, sagen danke. Können, dass wir im Team spielen und so, und ne? Aber. Das ist okay. Easy. Ja, ich bin halt. Oh, ich hatte doch einen Fokus-Gurt, ich war mir nicht mehr sicher. Was ist denn los mit dir? Fokus-Gurt, Abgangsbund, let's go! Oh, warum so kein Fokusband? Du stirbst dann als ASO-E. Ja, das stimmt. Ja, aber die Sache ist, wieso bist du dann gerade auf Abgangspunkt gegangen? Das hat keinen Sinn ergeben. Ich wollte euch nur verwirren. Ja, ich meine. Außerdem hättet ihr mich mit 2 Leuten gefokust, dann wäre einer halt gestorben. Das ist natürlich ein Argument. Ja, das ist ein gutes Argument. Ich hol mir einen Kill jetzt. Ich hab Bock. Ich wusste, dass das kommt, Alter. Tut mir leid, Mann. Tut mir leid. Ich wusste, dass das kommt. Alter, nein, ich bin auf ihn. Du wärst eher in Solarkraft gestorben. So, okay, fickst du zurück. Oh nein, eine Animation, das ist nicht gut, wie wir gerade gelernt haben. Alter, das ist gar nicht gut. Alter, wieder ein Sleep. Nee, da geht ja safe auf Zoroa. Ja, ist doch schön, das wäre ein Leben. Leider. Das ist doch cool. Ist mega cool, ja. Warte, ist das Z-Antikraft oder Juwelenkraft? Ja.
Nein. Antikraft. Hey, wieso bist du nicht auf Antikraft gegangen? Du hättest Safety Boosts bekommen. Aber es hätte nicht ausgereicht. Ich wollte aber den Z-Boost zurückschmeißen. S plus 1. Da ist meine Verteidigung ist on top, Alter. Die ist zu Ruhe mit seiner geilen Verteidigung. Herr Bazi, die Boosts, Mann, die Boosts. Will jemand ein Geschenk haben? Bitte nicht. Nehmt mich nicht raus, dann kriegt jemand ein Geschenk. Ich nehme gerne die Heilungen, wenn du so willst. Die Sache ist, was ist hier überhaupt los? Wir haben beide jeweils einen Pokémon verloren, ihr steht da noch. Das geht ja gar nicht. Du bist jetzt was dran. Du meinst, es ist fast weg. Alla, Heatmore? Heatmore? Ja. Ja, krasser Heat, Spitzname, ne? Muss ich sagen. Ich weiß, danke. Ja, hat mir gegeben. Du hast noch gar nicht meinen Namen appreciated. Ich hab's gesehen und wir konnten ignoriert. Das ist aber sehr böse. Das ist nur die Wahrheit. Ach, geh doch nach Hause, als ob du schneller bist. Ich hasse mein Leben. Man muss da gar nicht losen. Oh, danke, Mann. Danke, dass du es gemacht hast. Wait, war der Abgangspunkt wirklich, wenn mein eigener mich killt? Anscheinend schon. Nein. Du Backstabber. Du kannst doch nicht die gesamte Seite clearen da. Alter, Hornbach. Ah, nee, ich hab nicht angegriffen und ich treffe. Was? Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Das ist gerade nicht getroffen. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich dich angegriffen habe, aber mega gut. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das war so eine richtige Achterbahn der Gefühle. Erstmal ich sterbe, dann habe ich doch noch eine Chance und dann sterbe ich durch einen K.O.-Ruf. Bitte, nochmal. Eine schlechtere Art zu sterben, auf jeden Fall, würde ich sagen. Der macht einfach einen Hornbohrer und trifft. Alter, wie lucky bist du? Es ist nicht lucky. Ich habe voll die Strategies und so. Das ist Können. Ja, ist echt so, das nennt man Skill. Ich weiß, ne, bei dir, okay. Ich meine, er hat die 30% bekommen, aber dann gucken wir mal, ob wir das nochmal toppen können. Okay, wir können es nicht toppen, weil Present wieder hier den Anti-Bazi macht. Den Anti-Bazi. Die Sache ist, du bist derjenige, der am stärksten mich treffen kann, deswegen muss ich dich auch erstmal schwächen. Neben dir ist ein Eis-Pokémon, ist ja klar, ne? Ja, aber der hat doch keine Eisattacke. Der hat wow, dieser Schaden! Das ist krass. Das ist Eisenfaust, wow. Walband, locker. Oh, Alter, lass mich in Ruhe. Der hat ja wirklich Eises. Ach, was ist denn los mit dir? Sag ich doch. Ich hab nur Giftattacke, die dich normal trifft. Ja, aber es macht ja keinen Unterschied. Ob Eises Kälte oder Hornbach oder so, es wird immer ein K.O.-Move sein. Also. Ja, ist ja egal. Trotzdem. Willst du dich nicht rächen? Kann ich ja immer noch. Kein Problem. So, du bist jetzt wieder. Stimmt, langsam, ich habe irgendwie das Erzählen, die mir so überhaupt nicht registriert, so. Das ist okay. Alter, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ach man, ich habe noch 10%. Einen Pokémon. Bazi, bitte, ich habe noch einen Pokémon. Lass mich mal bitte. Ich brauche nur eine Rache. Wow. Ich glaube, da brauchst du eine Menge mehr Angriff. Vielleicht. Erstmal den Setup aber beschreiben. Das Ding. No, das Ding hat dann einfach. Marvin. Wow. Geofissur. Okay. Verdammt. Das ist einfach das beste Lapras überhaupt, das Set, glaube ich. Welche Co-Attacken kann das alles? Ist halt echt so. Okay, Leute, ich sterbe sowieso am Live-Op. Ich kann das gar nicht mehr gewinnen. Könnt ihr mich noch ein bisschen am Leben lassen? Das ist mein letztes Pokémon, bitte. Das wäre schon ganz gut. Ich greife dich mit meinen gefährlichen K.O.-Attacken nicht an, okay? Das ist sehr, sehr nett, Mann. Ja, das aber du mich auch nett. Nicht bestimmt. Nee, ich gehe jetzt auf Matschbombe gegen Giftspitze. Wie er hier Fokus. Ich weiß nicht, was sein letztes Wort ist. Erstmal die Hazards legen. So, gib mir meine KP zurück. Oh, das ist gut. Langsam machst du Schaden. Ja, langsam wird es gefährlich. Bisschen. Ich glaube, Ledian ist auf jeden Fall ein gefährliches Pokémon. Sollte man in der GPL picken, ne? No. Schade, das Traurige ist getriggert. Ja, mit 35 Attack. Aua, hui, hat das Ding trotzdem Eisenfaust. Das ist halt das Traurige, ja. Ja. Hat er nicht sogar 45? Ist er nicht sogar 30? Ne, 35, 45. Irgendwie ist er aber auf jeden Fall. Ah, der ist so bad, der Junge. Leider. Es tut mir so leid, Ledian. Du bist Digger. Ein tolles Pokémon, ne? Ledian ist halt echt so awesome eigentlich, aber ne. Einfach nicht. Aber es ist halt einfach bad. Das hätte eine. Wobei, so. Selbst eine Mega würde das Ding nicht gut genug machen. Na doch, wenn es so einen Boost bekommt wie Bibor. Bibor war ja auch super bad. Ja, aber einfach, du müsstest halt. Du müsstest ihn erstmal. Die Death rausnehmen, Kraftkoloss als Fähigkeit, boom. Ja, okay, mit Kraftverlust, das stimmt schon. Weil man muss ihm halt mindestens 80, 90 Angriff mehr geben, damit er irgendwas machen kann. Mit Kraftverlust wäre es auf jeden Fall möglich. Man nimmt einfach alles aus der speziellen Verteidigung raus und packt das in Init und Angriff, wie bei Bibor, und dann zertrümmert es einfach. Oder man alles. Nimmt einfach, man geht einfach Spezialangriff auf 0 und gibt das alles dann zusätzlich nur auf die Attack-Punkte. Da ist der Play. Da macht es vielleicht ein bisschen Schaden. Genau, macht dieses Ding weg. Aber können wir mal appreciaten, dass Mizunder ein unfassbar gutes Design hat und Fuego einfach alles kaputt macht?
Ja, meine Rede. Ah, was? Present? Hä? Fuego ist cool. Hä, was denn? Alles Fuego, okay? Nein! Fuego hat die Reihe kaputt gemacht. Hä? Ich mag Fuego. Nein, warum Fuego, musste es an zwei Beinen stehen? So eine gute Vorlage gegeben. Mehr Liebe warum für Fuego. Warum habe ich nochmal Giftspitzen gelegt? Ich weiß es nicht. Ich wusste ja gar nicht, was er hat, ne? Obwohl wir Zoro gesehen haben, du Trottel. Ich habe keine Ahnung, wie viel Schaden das macht. Schauen wir einfach mal. Kann doch mal passieren. Kein Grund, mich doof anzumachen. Ja, doch, eigentlich schon. Ich greife dich jetzt gleich an, ne? Ich habe sowieso nur 26 KP und sterbe am übernächsten Live-Orb. Mhm. Wobei, ja doch, am übernächsten. Also bitte. Kannst du mich ruhig in Ruhe lassen? Ich kann sowieso nicht mehr lange leben. Ich sehe gerade, dass Steffen noch zwei Pokémon hat. Nein. Wait. Nein. Ego-Trip, let's go! Was kommt jetzt? Ah, ja. Ich klaue mir die Attacke, wenn du mich angreifst. Eiszahn. Ey, wenn du mich jetzt freest, war das ein unfassbar guter Play. Oh. Ja. Fast der Freeze oder Flinch gekommen. Ja, 10% Gimme. Oh. Überheblichkeit. Alter, der ist ja richtig überheblich, der Junge. Aua! Okay, geht noch. Jetzt hätte ich dich auch noch angreifen müssen, Flo. Das wär's gewesen. Das wäre richtig traurig gewesen. Oh. Unsere Seite ja fast schon weg. Die letzte Attacke ist dann wohl meine letzte Attacke. Das war eine sehr gute Aussage, Present. Ja, ja. Die letzte Attacke ist meine letzte Attacke gesagt? Nee, ne? Die nächste Attacke. Habe ich die nächste Attacke gesagt? Die letzte Attacke ist meine letzte Attacke. Ach, Mann. Ich meine die nächste Attacke. Ach, Mann. Weisheiten aber ist okay. Mit Present. Ja, tolle Weisheiten. Bärenkräfte, okay. Let's nein! Go. Nein! Ich weiß nicht, ob es reicht. Ha, ich lieb's doch! Was ist denn los mit dir, Alter? Das let's war ja freeze. Richtig bad. Ja, das ich wollte. Ne? Bitte hör doch auf, was soll denn das? Alter, tötest die du mich? Drei Alter, ich will doch. Das ist ja richtig fies, Mann. Mach doch nicht sowas. Ist halt das echt nicht so, jetzt, so nett jetzt. Ja, das finde ich echt fies. Aber zumindest gewinnt Present nicht, das ist eine gute Sache. Ja. No. Das, ja, natürlich. Na ja. Ja, klar. Cool. Ja, jetzt ist natürlich die Sache. Fiao gewinnt das auf jeden Fall noch. Gegen drei Pokémon. Aber locker. Easy peasy. Mit den 15 KP. Akrobatik. Let's go. Damit gewinnst du jetzt, yes. Alter. Aber ich bin mein Best. Nein, was tust du? Alter, ich will auf alleine gewinnen. Der Barzi macht's richtig in dem FFA. Jetzt wird's aber richtig spannend nochmal, weil. Wenn du Flabbelt hast, dann gibt's einen Unentschieden. Ist doch schön, da hat keiner mehr einen Mon. Das stimmt eigentlich, ne? Aber Ego Trip Finish ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Er hat doch ein zweites Mon, er hat doch eins. Er hat noch ein zweites? Es misst! Als ob du den Nein! Der Hornbohrer trifft, aber der Eiszahn misst! Einfach die Fresse. Hast recht, so ein Ego Trip Finish ist eigentlich ziemlich geil. Oh Mann. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Unentschieden, ne, zum Ende hin. Er war aber knapp, wirklich. Komm, Mann, lass uns mal nicht zeigen. Ja, ja, ich hab mit zwei Pokémon gewonnen. GG well played, ne? GG well played. Dankeschön.